Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, Horror-Let's Play namens Baizu. Leider hat man in diesem Spiel nicht die Möglichkeit, die Musik auszustellen bzw. ja, die Lautstärke etwas runterzuschrauben. Da das bei mir aber auch nicht so hundertprozentig funktioniert mit der Aufnahme mit zwei Spuren, muss ich das leider so aufnehmen. Ich hoffe inständig, dass ich ja ein bisschen drüber wegbrüllen kann, trotz meiner lidierten Stimme. Beziehungsweise, was natürlich noch schöner wäre, dass es im Spiel leise ist. Also jetzt gerade hört ihr noch nichts, weil ich habe das Ganze jetzt stumm geschaltet, damit man mich überhaupt hört. Ja, ich meine, so Jumpscares oder so ist ja noch alles okay, wenn das jetzt nicht so mega laut ist, dass einem die Ohren wirklich abfallen. Aber naja, wir werden es einfach mal versuchen. Ich gehe mal in ein neues Spiel rein und, ach ja, wundert euch nicht, es ist leider nur auf Englisch. Ja, ich denke mal, dass viele sich das wahrscheinlich eher nur angucken werden, anstatt selber zu spielen, wobei da auch einiges noch an Text drin ist. Ich werde es so machen, auch aufgrund dessen, weil ich nicht weiß, wie laut das Ganze sein wird, dass ich die Textstellen später übersetzen werde. Dann werde ich einfach den Ton mal eben muten und werde das Ganze dann ja so normal übersetzen. Ich werde das dann für mich während des Spiels immer mal ein bisschen übersetzen, was da drin steht, sodass wir das alles haben. Weil, ja, ich kann es halt nicht abschätzen mit der Lautstärke. Ich sag einfach mal, wir fangen jetzt erstmal an. Oh, damn. I fell asleep again. It's almost 10 p.m. I should finish up some work and head back home. Ja, und da sind wir schon drin. Wir sind in einem Büro. Ich denke, das wird unser Büro sein. Press Tab to open the inventory. Okay, kann man das auch öffnen? Scheinbar nicht. Linke Maus. Letter on the table. Erstens, das ist kein Tisch. Und zweitens, linke Maustaste funktioniert gar nichts mit. Machen wir einfach mal. Ja. Hallo, mein Süßer! Wir können den das war jetzt viel zu schnell hier. Mit Tab lernen, mehr lernen. You can use number keys on your voice to comment. Bella! Oh, die Süße ist Bella! Das ist eine Sie! To activate voice comments, press and hold V. You can use these commands. 1. Or stay. Orders Bella to stay. Follow. 2. Oh, ich wusste gar nicht, dass da jetzt so viele Infos hier kommen. Ich dachte, man läuft jetzt hier einfach nur durch und benutzen und hier. Also V. V sage ich jetzt mal, ist Hund. 1 ist bleiben. 2 folgen. Und 3 ist suchen. Bevor ich jetzt immer hier Folgen suchen, ne? Bevor ich das hier abwechselnd immer mache, schreibe ich mir das mal lieber auf, damit ich das weiß. Ja, cool, cool. Wie komme ich jetzt wieder raus? Mit Tab. Hallo, Süße. Aber streicheln können wir dich nicht, ne? Wir können auch nicht in die Hocke gehen. Schade. Kommst du mit? Die ist schon wieder alles vergessen. Folgen. Komm her. Komm her, Süße. Ah, oh, es ist niedlich. Das ist kein Horrorspiel. Oder? Das ist kein Horrorspiel, das ist ein süßes Hundespiel. Ich red mir das jetzt den ganzen Tag ein, dass das ein süßes Hundespiel ist und kein Horrorspiel. So, was haben wir hier? Ganz viele Verbrecher, denen wir wahrscheinlich nicht folgen müssen. Da ist jemand erschossen worden. Oh, Moment, hier ist ein Zeichen. Was ich... Ah, doch, jetzt hier. Gemuid added to equipment. Das ist nicht mein Equipment. Aber mein Equipment kann ich auch nicht angucken. Na gut. Das weiß ich noch nicht so genau. Ich habe jetzt nur die Tab-Taste kennengelernt. Aber I nimmt er offenbar auch nicht an. In God we trust. Tja, das haben die Amerikaner ja aufgegeben. To protect and to serve. Lass mal kurz umsehen hier. Ich will gar nicht rausgehen. Oh, was haben die denn für unbequeme Stühle hier? Nach dem Motto...
Nach dem Motto, die dürfen sich nicht drauf konzentrieren, was der Dings hier. Ja, was? Wer macht denn das hier? Der Leiter von der Abteilung, wie heißt denn jetzt in Amerika? Ich habe schon wieder vergessen. Was der sagt. Aber das sind die typischen Verbrecherfotos hier, ne? Also ich will ja keine Vorurteile hier. Aber die gucken echt wie die typischen Verbrecher. Kevin. Natürlich ist es ein Kevin. Also ich mag das Wort, beziehungsweise den Namen Kevin, muss ich dazu sagen. Aber irgendwie mögen alle das Wort nicht. Crime Scene Wanted by FBI sogar. Oha, okay. Können wir auch schießen? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade auch so ein bisschen unbeholfen. Können wir auch laufen eigentlich? Moment, Warning. Needs a key. Ah. Nee, das ist nicht die Asservatenkammer. Wäre ein bisschen klein dafür, oder? Ist aber auch abgeschlossen. Vielleicht sind hier jetzt die Waffen drin. Und ich muss mir da jetzt eigentlich einen Schlüssel holen. Und das ganze Spiel ist jetzt schon um Kaffee. Kann ich einen Kaffee haben, bitte? Leute, ich habe nicht so viel geschlafen. Ich brauche Kaffee. Kaffee! wo war denn hier der Ausgang? Moment, da war doch gerade was am Blinken. Was ist denn da? Ach, das ist eine Flasche, eine Wasserflasche. Na gut, wir gehen dann mal, ne? Übrigens, wie man oben rechts schon sehen kann, das ist eine Bodycam, die wir hier benutzen. The right address. Let's check it out. Findet ihr es laut? Also bei mir persönlich auf den Kopfhörern ist es wahnsinnig laut. Will er kommen? Will er kommen? Muss ich dir aufmachen? Warte. Bella bei Fuß. Ja, komm. Genau, wir gucken, ob jemand Hilfe braucht. Wir fahren einfach wahllos zu irgendeinem Haus hin und gucken, ob jemand Hilfe braucht. Ich weiß noch nicht mal genau, warum wir hier sind. Aber egal, wir lassen einfach mal offen. Hallo? Does someone need help? Okay, so zugewuchert wie das hier aus, würde ich sagen, ja, da braucht jemand Hilfe. Bella, komm. Bella ist bei mir, oder? Bella ist ein braver Hund, ja. Wir können das ganze Spiel einfach mit Bella machen, okay? Wir lassen das einfach sein hier mit dem Haus. It's locked and no one is answering the door. Natürlich, einfach durch die Tür gehen wäre auch zu einfach. Also egal, welches Spiel wir spielen, ob es ein Horrorspiel ist oder sonst was. Broken Window? Das ist doch offen. Let's check inside. Ernsthaft? Haben wir keine Taschenlampe? F ist doch normalerweise immer Taschenlampe. Hello? Bella, geh schon mal rein. Ich komme nicht durchs Fenster, ich bin zu dick. Hä? Also erstens, das Fenster ist offen und nicht gebrochen, wie er gesagt hat. Und zweitens, ich komme da nicht rein. Alter. Bella, geh mal. Komm mal her, Bella. Komm mal her. Komm mal her, bei Fuß. Bleib mal eben hier. Okay? Wir lassen dich ganz draußen am besten. Aber, nee, dann krieg ich die Angst nachher. Nee, aber die standen nicht im Weg. Wieso komme ich hier nicht rein? Alter. Spiel schon verloren, weil ich komme nicht durchs Fenster. Bin zu dick. Okay, Bella, komm mal mit. Dein Ernst? Also so langsam fühle ich mich jetzt verarscht. Das Schlimme daran ist, es hat gerade bei mir in der Wohnung geknackst. Oder war das irgendwie doch aus den Kopfhörern? Ich bin mir nicht sicher. Hallo? I'm the police. Don't be scared. Können wir hier auch was öffnen? Oh ja, sehr schön. Ich sehe nur nichts. Kann man nicht... Also F geht nicht, L geht nicht. Ich habe keine Ahnung. Kann man hier vielleicht irgendwas sehen? Search the house. Ja, super. Vielen Dank für die Hilfe. Ich brauche Licht, um irgendwas durchzusehen. Ah, oder ist das schon eine Taschenlampe? Moment. Die habe ich aber dann nicht angemacht. Nee. Hat der schon eine Taschenlampe? Das sieht so rund aus. Okay, hier sind Schuhe. Hausschuhe. Warum zur Hölle hat jemand das Bild hier abgedeckt?
Hallo? Was ist das für ein komisches Haus, wo die ganzen Schubladen leer sind? Okay, also ein Haus mit... I think it's a family that lives here. Ja, ernsthaft, Sherlock. Klasse, 10 Punkte. Ich wollte gerade noch sagen, also hier wohnt eine Familie mit einem Kind. Da ist doch irgendwas... Ah, nee, das glaube ich nur das... Nee, das ist kleiner als das Foto. Da ist doch irgendwas hinter. E-Interact. Kann ich aber nicht. Da ist doch... Ach, das ist der... Ja, toll. Der Rahmen ist nicht richtig. Okay. Vergessen wir das. Vergessen wir das. Hier ist doch... Hallo? Bella, bist du bei mir? Wenn den Geist kommt, dann beißt du den, okay? Alter, ich mache mir jetzt schon in die Hose. Ich hasse Musik bei solchen Spielen. Die lenkt immer ab vom... vom Dings. Da ist noch ein Lichtschalter. Der nicht funktioniert. Doch, hier drin. Aber wir dürfen nicht rein. Hallo? Oh, ich sehe hier wirklich null. Kann man hier echt kein Licht anmachen? Moment, ich schau mal eben nach, ob ich da irgendwas sehen kann bei den Dingern. Also, drei Dinge. Erstens, das in die Hocke gehen funktioniert nicht, obwohl es drin steht. Zweitens, F drücken soll wirklich die Taschenlampe sein. Es funktioniert aber trotzdem nicht. Und drittens, was zur Hölle soll das da hinten für eine Hand sein, wo ich jetzt gerade drauf zulaufe? Es ist keine Hand, es ist ein, ja, genau. Hallo? Irgendwelche Geister hier? Hat jemand einen Notruf gesendet? Ich weiß immer noch nicht genau, weshalb ich überhaupt hier bin. Kann ich nicht... Oh, das kann ich aber. Da kann ich aber nichts sehen, weil es so dunkel ist. Das gibt's doch nicht. Man kann hier jede verdammte Schublade öffnen, aber in keiner ist was drin. Mittlerweile bin ich schon darauf eingestellt, dass da gleich irgendwas rausspringt oder so. So als Jumpscare. Hallo? Gibt's hier zufällig einen entlaufenden Serienmörder, der hier Leute umbringt? Ih, was ist das denn? Warum guckt die so eklig? Und warum kann ich die nicht nehmen? Bella. Oh, ich glaube, ich schwebe in der Luft. Ich habe keine Beine. Okay, ich kann sie auf jeden Fall nicht nehmen. Na gut. Schade. Aber ich habe es eh nicht mit gruseligen Puppen. Deswegen ist das nicht so schlimm. Gut. Die Leute, die hier leben, falls sie denn noch leben, sollen ja nicht denken, dass ich hier alles durchsucht habe. Vielleicht ist das ja auch nur Fake und ich muss erstmal die Leute finden oder irgendwas triggern oder sowas. Ist auch wieder abgeschlossen. Ist ja nicht so, als ob Serienmörder eventuell abschließen würden hinter sich, ne? Hallo? Irgendein Serienmörder gerade unterwegs? Hallo? Ich mag keine langen Gänge in Horrorspielen. Was ist das hier? It's locked. It's locked. The TV is turned on. It's too dark to see anything in there. Maybe I can find a key. Ein Schlüssel. Wird das jetzt sowas wie bei Resident Evil hier? Na, ich denke die ganze Zeit, da hinten ist irgendwas drin im Dunkeln. Aber es kann auch sein, dass einfach nur mein Dings dreckig ist. Mein Monitor. Oh, ich liebe es, in dunkle Räume reinzugehen. Billardzimmer. Okay. Hatten wir ganz früher auch. Was ist das?
Weekly News. Ah, kann man lesen. Sehr schön. Marla zieht in neues Zuhause ein. Die ganze Familie ist sehr glücklich. Die Familie, zu der auch Julies Ehemann Jack und ihre Tochter Annabelle gehören, kann mit Träumen von einem einfacheren Leben an. In einer malerischen Ecke eines weitläufigen Waldes hat sich die Familie Smith unter der Leitung der gefeierten Malerin Julie Smith auf eine Reise in das Herz der Natur begeben. Ihre neue Residenz, Maple Street 22, ist nicht nur ein Zuhause, sondern auch eine Leinwand geworden, auf der Julie die Meisterwerke malen will, die von der ruhigen Umgebung inspiriert sind. In this house lives family of three. Jolie, Jack and their daughter Annabelle. Was zur Hölle ist das da hinten? Und ja, Sherlock, das haben wir vorher schon rausgefunden. Footprints and traces of blood. Someone definitely climbed through here. Made it forcefully. Maybe I could find more clues. Du willst mich verarschen, da passt doch keiner durch. Also noch nicht mal die Kleine würde da durchpassen, oder? Moment, sollte was verbrannt werden? Nee, das ist Holz. Ich guck wieder schiel, na super. Ach, dieser Fischei-Effekt. Ich glaube, das kommt von meiner Bodycam. Kann das sein? War das vorher auch schon auf? Doch, das war das Einzige, was auf war. Oder war das eben zu? Ich bin mir nicht sicher. Boah, ich erwarte ja die ganze Zeit, dass mich hier irgendwas anspringt, ne? Das ist schlimm. Hallo, badet da vielleicht ein Geist? Wäre jetzt was rausgekommen? Bella, sag mal, Bella erschreckt mich doch nicht jedes Mal so. Ihh, aber ihre Toiletten machen sie nicht sauber. Alter! Erschreck mich doch nicht so. Die Tür ist trotzdem zu. Und ich muss jetzt in die Dunkelheit, oder was? Bella, such. Das ist die Küche. Gut, da sollte ich sie nicht suchen lassen. Guten Tag, die Dame. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das so gut ist, wenn ich da hingehe. Ist das so ein Spiel, wo man stirbt, wenn man zu nah rangeht? Ich bin mir nicht sicher. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Sind Sie die Mutter oder sind Sie der Geist von der Mutter? Also von der Großmutter? Hallo? Hallo? Don't be scared. I'm only human. Alter, scheiß drauf. Ich muss mal hier durch. Hallo? Ich sehe nichts mehr. Ich drehe mich gerade, aber ich sehe nichts mehr. Bella, warum bist du nicht am Bellen? Du musst bellen, wenn Geister kommen, okay? Ich weiß noch nicht so richtig, was meine Aufgabe hier ist. Also ich soll ja eigentlich... Hallo? Hier gibt es aber keine... Ich glaube, ich kann ja auch nicht weitergehen, oder? Hier finde ich zumindest gerade keinen... Ich kann doch immer noch nicht F drücken. Warum kann ich die Taschenlampe nicht benutzen? Muss ich denn erst eine Taschenlampe finden? Ich meine, hallo, ich bin Polizist. Ich werde ja wohl mit einer Taschenlampe rumlaufen. Mit jedem Tag täglich neuen Batterien. Ich nehme mal das Messer mit, ja? Aber ob das gegen Geister hilft, ich bin mir nicht sicher. Okay... Das könnte natürlich dann die Idee sein. Alter. Warum springe ich jetzt? Was war denn das? Hab mich jetzt irgendwas von hinten gerade... Hab mich gerade irgendwas von hinten hier... umgestoßen? Oder was ist das? Alter!
Also entweder trete ich die ganze Zeit meinen Hund. Arme Bella. Der ist schon wieder. Und ich mach nichts. Also ich hab nichts. Ich hab den Finger nirgendwo drauf. Hallo? Gibt es hier zufälligerweise Taschenlampen in dieser Wohnung? Chicken. Chicken-Nudelsuppe. Also Hühner-Nudelsuppe. Na gut. Na gut. Hat da jemand für mich schon mal Essen mitgebracht? Gut, das ist auch gut. Haben wir noch abgeschlossen, ne? Ja. Was soll man machen? Hier habe ich aber noch nicht alles, oder? Das habe ich noch nicht. Da hinten die Sachen habe ich auch noch nicht geöffnet. Nein. Oh, noch mehr quietschen können die nicht, oder? Können die das nicht mal ölen hier? Alter, wer ist mich hier die ganze Zeit von hinten am umwerfen? Was soll das? Lasst mich doch mal in Ruhe die Wohnung von fremden Leuten hier inspizieren. Der hüpft hier immer. Habe ich das Gefühl. Bella, du bist das aber nicht, oder? Du bist nicht irgendwie von Dämonen besessen oder so. Hoffe ich doch. Komm mit, Bella. Wir gucken mal weiter. Brauchen wir schon wieder einen Schlüssel für. Warum sind die ganzen Türen hier eigentlich abgeschlossen? Ich denke, hier drinnen leben Leute. Ich meine, so ein oder zwei kann ich noch verstehen. Da sind wir reingekommen, ne? Haben wir die... Die haben wir, glaube ich, nicht... Haben wir die... Doch, die haben wir nachgeguckt, ne? Hallo? Kann man auch wieder nichts dran sehen. Du bist ein Gemälde, oder? Bin ich da nicht eben schon durchgelaufen? Das ist das Wohnzimmer. Ich habe das nicht gesehen, ne? Und da hinten ist eine Tür. Eine Schiebetür. Ja, warum sollten Schiebetüren noch nicht abgeschlossen sein? Oh, da kam er doch gerade her. Diese Musik geht mir auf die Nerven. Also Musik in Horrorspielen kann ich gar nicht ab, ehrlich gesagt. Doch hier alles durchwühlt. Haben die vielleicht irgendwie draußen oder so? Aber warum sollten die draußen eine Blume oder sowas aufbewahren mit einem Schlüssel, ne? Das habe ich doch auch aufgemacht hier. Ich gehe sonst alles nur mal durch und lasse einfach alles offen. Was haltet ihr davon? So. Hier ist scheinbar gar keine Schublade drin. Vielleicht so übliche Verstecke im Kamin oder so? Anscheinend auch nicht. Diese dunkle Ecke hier, die macht mir irgendwie... Macht mir Sorgen. Ich nehme mir den Kerzenständer und hau demjenigen dann einfach eine drüber. Ich dachte gerade, da läuft einer. Na gut. Habe ich hier nicht irgendwo gerade noch einen Raum gehabt? Moment, da war nur... Bella erschreckt mich nicht immer so. Wohnzimmer, Badezimmer. Badezimmer habe ich aber auch alles. Warum sollten die im Badezimmer? Irgendwelche Schlüssel. Sag mal. Ich erschrecke mich mehr davon, dass der hier die ganze Zeit am Hüpfen ist. Wieso haben die Fenster hier eigentlich. Die Spiegel sind das wahrscheinlich, ne? Eigentlich alle abgedeckt. Leute! Ich glaube langsam, mein Hund ist besessen.
Also ganz ehrlich, langsam bin ich wirklich davon überzeugt, dass mein Hund besessen ist. Da ist aber auch nichts. Ja, wo würde ich denn Taschenlampen aufbewahren? Also ich jetzt nicht, aber normalerweise Amerika oder so, doch eher so in der Küche, nehme ich mal an. Aber nix. Was ist das hier für ein Haushalt? Das machen wir mal zu. Können wir auch springen? Springen können wir nicht. Schade. Vielleicht bewahren die im Kühlschrank auf. Kann ja auch sein. Der Kühlschrank ist komplett leer. Alter, was ist das für eine Familie? Ey, die haben ein kleines Kind. Wieso ist der Kühlschrank leer? Ich verstehe es nicht. Da kam wahrscheinlich ein Notruf her, oder? Kann ich aber nicht benutzen. Bella, tut mir leid. Ich muss mal eben hier öffnen. Einmal vor gegen die Schnauze hier. Arme Bella. Ja, ich würde hier gerne was machen, aber wenn ich nach geradeaus laufe, komme ich nicht weiter. Und das ist der Boden. Nee, ich komme dann nach ein paar Schritten komme ich nicht weiter. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Ich sag ja, fehl direkt am Anfang. Ich soll immer irgendeinen Schlüssel finden. Wo soll ich den denn hernehmen? Der liegt ja jetzt nicht mal eben so auf dem Kaminsims oder so. Das war nur die Eingangstür, die sich dann danach plötzlich bewegt hat. Bella, zieh mal die Schnauze ein. Ich muss hier auch mal reingucken. Alter. Ich kann in der Dunkelheit Dinge öffnen, aber ich sehe nicht, was da drin ist. Also wahrscheinlich ist da nichts drin, aber... Das ist immer noch zu. Habe ich hier denn irgendwas vergessen eventuell? Aber sonst habt ihr keine Probleme. Ich wollte doch nur mal gucken, ob da was ist. Keine Chance. War das gerade ein Blitz? Blau? Tatsache. Das habe ich doch schon mal angeguckt. Ah! Ein Schlüssel! Vielen Dank, lieber Geist. Vielen Dank. Frage ist nur, welcher Schlüssel? Jetzt muss ich hier nochmal alles durchlaufen. Fangen wir hier an. Hier, der war auch abgeschlossen. Es hat sich jetzt so angehört, als ob ich aufgeschlossen habe, aber... Hello? Alter! Tut mir das nicht an. Ist aber auch kein Licht hier. Doch, da. Fuck. I think fuses went off. I have flashlight in the trunk of my car. I should get it. Ja, ja. Nach einer halben Stunde fällt dir ein, dass du deine Dings, ja, holen könntest. Sehr schön. Ich finde es auch gut, dass überall Kerzen an sind. Ich finde es nicht gut, dass wir jetzt kein Licht mehr haben. Boah, und ich kann nicht laufen. Ich werde doch nass.
Leute. Was hat er gesagt? Im Kofferraum, ne? Bella? Bella, follow me. Bella! Follow Bella. Wo ist Bella? Was habt ihr Schweine mit meinem Hund angestellt? Taschenlampe. Ich kann's benutzen. Follow me, Bella. Follow Bella. Bella, what is it, Bella? Come here. Hey, follow. Someone there? Du Schwein, lass meinen Hund in Ruhe. Das kann ihn noch nicht mal laufen. Damn, door stuck. Maybe I can find another way in. Schon wieder? Hier ist ein offenes Fenster. Oh, was für ein Wunder. Und ich kann es wieder nicht benutzen. Okay. Wie muss ich mir das vorstellen? Die Dämonen in diesem Haus haben meinen Hund gekidnappt, oder wie? Und da hinten kann man... jetzt da rein. Alter, es ist laut hier. Hallo? 110? Sie haben meinen Hund gekidnappt? Achso, ich bin ja 110. Stimmt ja. Problem ist nur, ich komme ja nirgendwo rein. So dramatische Musik. Sehe ich jetzt gleich die Leiche oder was? Hallo, Leute. Ist das ein Nebeneingang? Hallo? Hey, hier Bella. Bin ich. Bella, come here. Follow me. Where did you go, girl? It's coming from a basement. Bella, I'm coming. Bella? Bella, follow. Das ist die Eingangstür, ne? Moment, hier war ich eben drin, wo alles passiert ist. Was ist das denn? I don't know what's happening. Oh. I can't remember half of yesterday. Alter. My family started acting strange near me. Did I do something? Okay. That sounds a bit strange. Da ist natürlich wieder nichts drin. Ich habe das Gefühl, dass in den Schubladen generell nichts drin ist, ne? Welche Sau bewacht mich denn hier? Und wieso ist das grün? Nachher ist das alles gar nicht real. Deswegen kam ich hier nicht weiter. Ah. God damn it, it's locked. Let's find a way in now. Da müssen wir einen Weg reinfinden, okay? Das ist der Keller. Hallo? Wer von euch schweinischen Dämonen hat meinen Hund?
aber nicht anders. Electricity box. Maybe I can get power back on again. Der Kühlschrank sieht ja noch schlimmer aus. Da fehlen aber zwei Sicherungen, oder? Ja, klar. Aber wo kriege ich die her? Okay. Oh, so einen hatten wir auch, genau den gleichen. Ja, ich wollte gerade sagen, das war hier so ein, war das ein Atari? Ich bin mir gerade nicht sicher. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das ist eine uralte Konsole aus meiner Kindheit. Ich meine, es hieß Atari, aber ich bin mir nicht sicher. Wo kriege ich denn jetzt hier in dem Haus Sicherungen her? Ah, okay. Sieht ein bisschen gruselig aus. Hallo? Okay, hier stehen jede Menge Kanister. Ich weiß aber nicht, ob die leer sind oder voll. Jetzt wie bei Resident Evil, jetzt triggert irgendwas, oder? Ernsthaft? Du warst aber gerade noch nicht drin. Bin ich mir ziemlich sicher. Es werde Licht. Doch ich fand den Schalter nicht. Oder? Doch, ist jetzt Licht, ne? Lass trotzdem mal die Taschenlampe an, damit ich mehr sehe. Electricity is back on again. Bella isn't here. I swear the barking was coming from down here. Alter, was war das? Kommt der jetzt oder muss ich da hin? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich denke, der Hund hat von hier irgendwo gebellt. Ach so, Moment, ist das nicht die Tür, wo ich hergekommen bin? Ja, klar. Follow me. Bella. Alter! Ich meine, es ist ja nett, dass ihr mir die Tür aufmacht. Aber nicht einsperren, ne? Fotokamera. What is that? It's like someone is erratically stroking with a brush. The sound is coming from the painting room. Hallöchen, Mr. Bär. Gucken wir uns aber erstmal um, nicht, dass wir hier noch irgendwas haben. Was ist denn für dich der Painting Room? Also der Kunstraum. I think the canvas was empty before. Maybe I should take a photo of this. I'll book it into the evidence, just in case. Wie? Was? Wir können Fotos machen? Moment. Search the house steht hier nur. Wie mache ich denn Fotos? Hallo? Jetzt muss ich anscheinend doch nochmal nachgucken hier, wa? Okay, mit C. Mit C, das sollte ich mir aufschreiben, weil das ist, ich vergesse es wieder. So, C, Kamera. Ist eine Polaroid, muss ich das jetzt schütteln? Bella, is that you? Nee, ich glaube, so hören sich Hunde eher nicht an. Achso, ich muss das echt schütteln. Das ist ein D oder ein O? Bin mir nicht sicher. Habe ich es jetzt weggeworfen? Oder habe ich das jetzt...
Ach, das ist die Kamera. Ich wollte gerade sagen. Was? Habe ich aufgeschlossen? Nee. Okay. Ist alles so ein bisschen... Ich soll jetzt, glaube ich, die Treppen hoch, aber ich habe hier doch gar keine Treppen entdeckt. Ach, die Treppen. Ach, die sind jetzt auch zufälligerweise... Nee, ist nicht offen. Alter. Alles gut. Alles okay. Halt, da war was drin. Schallplatten. Oh, sehr schön. Na gut. Könnte mir mal jemand helfen hier? Alter! Nein! Monetarisierung! Ausmachen! Nein! Alles okay? Ach so. Oh, das ist praktisch. Können wir durchgehen. Also der Song war bestimmt nicht schlecht. Ne? Aber... Monetarisierung und so. Das ist gruselig. Das ist ein Kinderzimmer. In Kinderzimmern ist es immer gruselig. Kann man nichts benutzen? Ist gut gezeichnet. Wer hat sowas bitte bei sich im Kinderzimmer? Hallo? Da ist ein Brief. Ich komme da aber nicht rüber. Wieso komme ich da nicht rüber? Weil hier alles im Weg steht. Ist da noch was drin? Ah! Ein weiterer Schlüssel. Sehr schön. Liebes Tagebuch. Das Haus fühlt sich so beängstigend an. Es ist voller trauriger und schlechter Gefühle. Mama hat sich verändert und das macht mir große Angst. Früher hat mich ihr Lachen glücklich gemacht, aber jetzt lässt es mich erschaudern. Papa sagt, sie sei nur müde, aber ich sehe, dass auch er Angst hat. Letzte Nacht hörte ich, wie sie mit jemandem sprach. Sie flüsterte in die Luft, als ob sie dachte, jemand sei da. Aber niemand war da. Ich glaube, sie sieht Geister. Okay, ich bin mir nicht sicher... Aber es kann sein, dass der Notruf eventuell von dem Kind gekommen ist. Something awful happening to Jolie. Annabelle was worried about her mother. Hm. Kann man irgendwas nehmen? Oh. Ey, dieser Hund hat mich echt jetzt gerade mehr erschreckt als sonst was, ne? Ist das denn noch ein Zimmer? Hallo? Bist du das Mädchen, was ich suche? Oder bist du von Dämonen besessen? Hallo? Haben Sie meinen Hund gesehen? Ich muss das triggern, oder? Boah, ich hasse sowas. Vor allen Dingen über die Kopfhörer. Da kriegt man Kopfschmerzen, so laut ist das. Ich hoffe, bei euch kommt das jetzt nicht so extrem an. Hallo? Was war das? Ich warte gerade nur darauf, dass das Licht wieder angeht und hier irgendwie... Bin ich denn? Hier bin ich. Was bist du denn? Hallo, Bella?
Are you here? Und da ist hier eine Puppe drin. Warum die hier immer nackt und auf dem Kopf sind, weiß ich auch noch nicht so genau. Ist da so ein Geheimfach drin? Nee. Boom. Alter! Ich glaube, das war jetzt der gruseligste Moment im ganzen Spiel. Boah, ich wollte gerade was... Ich habe schon wieder vergessen, was ich gerade sagen wollte. Da kam die hier auf einmal. Ey, sag mal. Hängt die jetzt an der Decke? Nee. Was bist du denn für komisches Viech? Das ist, ich glaube, ist das so eine Art Bauchrednerpuppe? Auf jeden Fall bewegt sich... Also kann man den Mund da bewegen, ne? Alter! Follow me. Warum immer ich? Warum trigger ich immer so eine Scheiße? Hallo Hund? Bella, du bist doch bestimmt irgendwo hier in der Nähe, oder? Ja, bitte? Was soll ich mir ansehen? Nein, 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 man hört nichts, man hört nichts. Wo ist das? Schalt das aus. Monetarisierung, Monetarisierung. Alter, macht hier doch nicht immer Musik rein. Hallo? Bella, bist du hier im Schrank? Okay. Keine Bella. Beifuß, Bella. Komm her. Bella, wir müssen dich finden. Das ist jetzt ganz wichtig. Papa macht sich gleich in die Hosen. War noch nicht auf Toilette. Alter, wer hat diese ganzen skurrilen Puppen hier hingestellt? Wenn die jetzt die Augen aufmachen würde, ne? Ich würde so... Oh, sag mir bitte nicht, die läuft hier hinter mir her oder sowas. Oh, sag mir bitte, das ist ein schönes, gruseliges Spiel, wo ich aber jetzt nicht irgendwie davonlaufen muss oder sowas. Weil das finde ich immer so ätzend. Was ist denn hier passiert? Also beziehungsweise kann man hier irgendwas... Die Puppe ist ein bisschen besorgniserregend, finde ich. Hä? Verändern sich hier die Räume? Moment, da ist was zu lesen, oder? Das gucken wir gleich mal. Breaking Read. Mysteriöses Verschwinden. In einer abgelegten Ecke eines weitläufigen Waldes gelegen, ist das Wohnhaus in der Maple Street 22 zur Kulisse für eine sich entfaltende Tragödie geworden, die die Einheimischen schockiert hat. Die ruhige Isolation der Behausung hat nach dem unerklärlichen Verschwinden von Julie Smith, einer Frau, deren psychische Gesundheit sich in eine beunruhigende Spirale verschlechtert hatte, eine Wendung genommen. Was als idyllischer Rückzugsort in die Natur begann, ist zur Bühne für den Abstieg einer Familie in den seelischen Nebel geworden. Nun gut. Did Jolie disappear? What happened to her? Mich würde ja auch mal interessieren, was mit uns jetzt passiert. Okay, die Puppe ist schon mal weg. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Oder kommt die mir jetzt entgegengesprungen, wenn ich jetzt hier wieder rausgehe? Hallo?
Ich bin auf ewig in der Zeitschleife gefangen. Hilfe! Ach so. Alter! Es ist schon verdammt gut gemacht, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und ich sag eben vor allen Dingen auch noch, das wird mich jetzt sowas von erschrecken, wenn die Augen jetzt aufgehen. Die Puppe greift mich jetzt an, oder? Hallo? Ich kann mich gerade auch nicht bewegen. Ah, okay. Ich weiß schon, warum ich solche Puppen nicht mag. Ja. Alter! Warum haben die alle Socken an? Geh die jetzt hinter mir her, wenn ich da durchgehe? Oder öffne die Augen oder so? Ich dreh mich nicht um! Ich dreh mich nicht um! Nein, nein! Ich gehe wieder nach Hause. Sind Sie die psychopathisch durchgeknallte Frau? Waren Sie die psychopathisch durchgeknallte Frau? Oh, ah, okay, Videorekorder. Läuft das automatisch? Muss ich da irgendwas drücken? Moment, da? Hallo. Ja, toll, jetzt gucken wir Schnee an, oder was? Senpai? Ja, aber so läuft der doch, oder nicht? Mach ich hier irgendwas falsch? Passiert hier irgendwas, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ich lasse das mal eben laufen, Moment. Alter, es ist laut. Ich mach dich doch mal lieber aus. Du bist mir zu laut hier. 2 Stunden später. Was er dann angeht, auch nicht. Foto habe ich, glaube ich, schon gemacht. Ne? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Nein! To play VHS-Tape, press rechte Maus-Button. Na, ich hab den noch im Invent. Das wollt ihr mir jetzt nicht sagen, oder? Das wollt ihr mir jetzt wirklich nicht sagen. Wollt ihr mich verarschen? Das ist nicht euer Ernst jetzt. Oh. Ist das die gute Dame, die eben mir das Bild gemalt hat? Oder ist das ein anderes... Nee, das ist ein anderes Bild, oder? Auf jeden Fall scheint sie ein großes Interesse an der Kamera zu haben. Ja, ja, ich habe die auch gesehen. Aber so ganz in Ordnung ist die auch nicht mehr, ne? Ja, bitte? Alter! Ist wieder einer malen, oder? Muss ich wieder zum Malzimmer? Was guckst du mich denn jetzt so an? Den Trick hast du eben schon gemacht. Finde ich nicht nett. Ja. Hallo?
Das ist das Schlafzimmer von den Eltern, oder? Finden wir da schmutzige Unterwäsche? Anscheinend nicht. Also irgendwie ist das, als ob die hier nie gelebt haben. Jetzt mal ohne Scheiß. Man hat hier zwar ein paar Bilder und so, aber mal ganz ehrlich, wer lebt so? Ich meine, nichts in irgendwelchen Schubladen, außer vielleicht hier und da mal ein Schlüssel. Oh, da können wir nach draußen. Oh, das war schon offen. Okay, da können wir auf jeden Fall gleich nach draußen. Oder was anderes rein. Das hoffe ich jetzt nicht. Bella, wo bist du eigentlich? Ich habe schon total vergessen, dass wir hier wegen unserem Hund da sind. Weil ich das die ganze Zeit mit dem Videorekorder... Ey, das habe ich echt nicht gesehen. Das habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht in dem Video gesehen, dass man das übers Menü machen muss. Alter. Ja. Hätte mich auch gewundert, wenn es nicht so wäre. Hier ist nichts. Ja, klopf doch nicht so. Hallo? Alter. Was war das? Hä? Oh. Warum? Also erstens, warum backt man mich nach rechts weg, wenn links der Scary-Effekt ist hier? Das ist natürlich sehr intelligent. Und zweitens, was passiert hier gerade? Hallo? Und warum ist der Fernseher jetzt an? Gibt es jetzt das freundliche Abendprogramm oder... Komme ich jetzt hier rein? Immer noch nicht. Ich habe total vergessen, was ich eigentlich machen wollte, wenn ich ehrlich bin. Oh, jetzt hat das Viech sich schon wieder gedreht. Bella! Bella, wo bist du? Ich habe schon wieder vergessen, wo ich hin muss. Ach so, genau. Die unten hat doch gezeichnet, ne? Wahrscheinlich. Der nächste Geist ist da. Oder sind es Dämonen? Ich weiß es nicht. Also bisher hat mich noch nicht so richtig angegriffen. Wo war das denn hier? Sound of brush strokes again. Mhm. Hallo? Gute Dame, sind Sie noch da? Oh, ein neues Bild, oder? Machen wir auch mal ein Bild von. Ein L. Jetzt haben wir ein D oder O. Ja, ich denke mal, es war aber eher ein D und ein L. Schreibe ich mal eben auf. So. Achso, muss ich nochmal ein bisschen schütteln. Sonst kann ich das wieder nicht nehmen. So. So, das hat die gute Dame umgeworfen. Oh, deswegen hat sie das umgeworfen. Sie wollte mir einen Schlüssel zeigen. Das finde ich aber nett. Dankeschön. War das nicht die Tür, die mal zu war hier? Ach, da geht's nur hier hin. Ah, okay. So, das heißt jetzt was? Moment, jetzt muss ich mal überlegen. Hier war noch eine Tür, die abgeschlossen war. Ja, ich komme. Ich habe einen Schlüssel. Hallo? Brauche ein bisschen Beleuchtung hier. Das hört sich aber schrecklich an. Okay. Ich glaube, so richtig viel bringt mir dieser Raum jetzt aber trotzdem nicht. Bella müsste doch eigentlich oben sein, oder nicht? Wir hätten jetzt hier schon wieder die Tür zugemacht. Leute, ihr sollt mir nicht immer die Türen zumachen. Ja, wieso ist das offen hier? Hier wollte mir, glaube ich, einer dabei helfen zu durchsuchen, ne? Hm.
Wenn jetzt hier keiner von... von der Decke hängt, wollte ich gerade sagen. Dankeschön. Das hat mich in der Tat sehr erschreckt. Oh, Künstlerin am Werk hier. Stop, Police. Opa ist auch zu Hause. Wo will er hin? Opa. Hallo, Mr. Grandfather. Wieso ist hier überall das Licht schon wieder aus eigentlich? Oh Leute, ich mache das immer wieder an, damit ich was sehen kann und ihr macht das immer wieder aus. Das ist nicht nett. Nee, das ist okay. Ist der jetzt die Treppe hoch? Alter, ich krieg hier schon Halluzinationen. Ist der jetzt die Treppe hochgegangen oder wo ist der hingegangen? Weil die Treppe jetzt noch beleuchtet ist als einziges. Machen wir hier jetzt auch nochmal eben Licht an, damit ich überhaupt was sehen kann. Sonst weiß ich ja nicht, wo der Kerl hingegangen ist. Okay, gehen wir nochmal nach oben. Hallo, Mr. Grandfather. Wird da jetzt nicht drin sein, oder? Die unheimliche Puppe ist wieder weg. Alter! Was ist das? Halt die Klappe. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Moment. Ja, echt, ey. Wir müssen Bella finden und dann schnurstracks raus. Ey, scheiß auf die Leute. Scheiß auf das Kind, was hier lebt. Wir müssen hier weg. Bella, ich muss dich finden. Das war natürlich jetzt nicht mein Ernst, ne? Mit Scheiß auf das Kind, aber... Ach, hier ist noch was zu lesen. Das sehe ich gerade erst. Liebe Annabelle, ich hoffe, dieser Brief wird gut bei dir ankommen. Es ist schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Seit dem Verschwinden deiner Mutter hat sich das Haus auf unheimliche Weise verselbstständigt. Ich höre ihre Stimme in den Wänden, Annabelle. Spät in der Nacht, wenn die Welt stillsteht, höre ich ihr Lachen. Der einzige Ort, an dem ich mich im Moment sicher fühle, ist meine Hütte im Wald. Aber selbst da fing ich an, den Verstand zu verlieren. Okay. Annabelle, nehme ich mal an, ist die Tochter. Was erklären würde, warum das hier alles so durcheinander ist und warum das hier so spukt. Von wegen Annabelle und die Todespuppe, also der Dämon. Und die Mutter verliert den Verstand, wenn ich das richtig sehe. Also ich glaube, die Mutter hat das geschrieben, oder? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und die hat sich jetzt in der Kabine im Wald versteckt. Vater scheint sehr desperat nach seiner Frau zu verschwinden. Sieht aus, als ob er auch verrückt ist. Ach, war das der Vater, der geschrieben hat? Okay. Alter, ich dachte gerade, da hängt einer. Könnt ihr doch nicht mit mir machen hier. Ist das denn jetzt Toiletten oder was? I can't take it anymore. Ich kann es nicht mehr ertragen. Kann ich das Messer mitnehmen, bitte? Nee, ich will das nicht lesen. Ich will das Messer mitnehmen. Ja, natürlich. Was auch sonst. Tut sich da jetzt was oder soll ich es öffnen? Das hört sich nämlich schon so an. Ich glaube, ich bin in der Kabine. Hallo? Ich glaube, die Dämonen sind da. Bella? Bella, wir müssen die Dämonen verbrennen. Kommst du? Das kann man nicht öffnen. Habe ich das jetzt geöffnet? Ich glaube, das ist das Höllenfeuer, das redet mit mir. Ja,
ist ja gut, ist ja gut. Kann ich mich hier vielleicht erstmal umsehen? Bevor du mir jetzt wahrscheinlich Jumpscare-mäßig irgendwie ins Gesicht springst oder so? Guten Tag. Wissen Sie, was mit Ihrer Tochter passiert ist? Was ist denn das? Nimm doch mal jemand den Kessel runter hier. For boiling water. Ja, toll. Ich wollte gerade sagen, wenn ich den da jetzt wieder draufsetze, dann heult der aber wieder. Was haben wir denn hier? Kann man das nehmen? Ah, komm schon. Candle needs lighter. Okay, also ist eine Kerze. Hä, das kann ich doch... Kann ich das nicht da oben reinmachen? Hm. Ich meine, ich habe jetzt kein Feuerzeug dabei, das stimmt schon, aber... Müssen wir jetzt wieder hier raus? Kann ich das Ding anmachen? Auch nicht, ne? Ja, alles schön und gut, aber das Problem ist, wenn ich die nicht benutzen kann. Ich würde sagen, dann gehen wir wieder raus, oder? Oder können wir hier noch was machen? Vielleicht wird hier gerade ein Toter verkokelt oder so, man weiß es ja nicht. Ich wollte gerade deinen Brief lesen, erschreck dich doch nicht so. So geht das aber nicht hier. Liebe Annabelle, ich kann das nicht mehr. Ich glaube, ich werde verrückt. Diese Stimmen, diese Schatten, ich kann einfach nicht. Ich hoffe, du kannst das alles vergessen und mit deinem Leben weitermachen. Es tut mir leid, aber das ist ein Abschied. Alles Liebe, Papa. Ja, Daddy hat sich verabschiedet. Komme ich jetzt hier wieder raus? Alter! Muss wieder in den Schrank rein. Ich kriege hier langsam Klaustrophobie. Ich weiß auch nicht. Hallo? Achso, ich bin hier. Okay. Hallo? Was soll das jetzt? Jetzt komme ich nicht mehr raus, oder was? Ah, ich kann mich nur noch erhängen. Gut, dann erhänge ich mich. Habt ihr irgendwas offen oder so? Also, soll ich jetzt hier reingehen? Echt jetzt? Ja, noch größere Zustände hier. Hallo? Muss ich hier irgendwas triggern? Ja, ich habe verstanden, dass es laut ist. Ist hier irgendwas? Moment. Papa, es ist schon eine Weile her, dass ich von dir gehört habe. Ich kann dich telefonisch nicht erreichen. Es scheint, als wäre die Verbindung unterbrochen. Die Ungewissheit fordert ihren Tribut von mir und ich muss wissen, dass du in Sicherheit bist. Ich bin vor kurzem in eine neue Stadt gezogen, um ein Studium fortzusetzen und ich habe eine neue Telefonnummer. Bitte ruf mich so schnell wie möglich an. Jederzeit, Tag und Nacht. In Liebe, Annabelle. Also, Annabelle ist offenbar nicht mehr hier. Aber Annabelle war doch die Tochter, wenn ich das richtig verstanden habe. Jack killed himself. This house must have driven him mad. Maybe I could try calling Annabelle. She indicated her phone number in the letter. Ach so, stimmt. Macht er das dann automatisch oder muss ich mir die aufschreiben? Weil das wäre ein bisschen blöd. Moment, ich schreibe mir die am besten mal. Ach, äfft euch doch. Wenn das jetzt nicht automatisch geht, ne? Boah, mal wieder keinen. Wieso haben die hier keinen Lichtschalter?
Warum hat man keinen Lichtschalter im Badezimmer? Das geht nicht an. Es ist laut, ey. Ich habe gerade irgendwie schön geguckt. Ich dachte gerade, da ist ein Schlüssel. Ich will aber da durch. Lasst mich da durch. Hä? Ihr könnt mich doch alle mal. Ist hier irgendwas drin? Bella? Bella! Is that you? Come here! Bella? Bist du das, Bella? Baby, komm zu Papa! Bella! It's me! Ja, Bella! Come here, girl! Bella! Nein, Bella! Alter! Jetzt habt ihr es doch noch geschafft, mich hier mal so richtig zu erschrecken. Oh. Das war dann so der zweite Effekt, neben dem, wo das Mädel da einen Kopf reingesteckt hat, wo ich kurz vor der Herzattacke stehe. Schon wieder einer malen hier. Bin ich? Ach, ich bin hier oben. Ah, okay. Warum ist da hinten Licht an? Ich meine, er waschen die ganze Zeit Licht an, aber wenn ich das höre mit dem Pinsel, denke ich mal, muss ich nach unten gehen, oder? Bella Baby, wo bist du? Jetzt ist halt hier schon wieder so dunkel. Hier konnte man kein Licht anmachen, oder? Nee. Oder? Machen wir nochmal ein neues Foto. Ein O. D-L-O oder D-O-L. Okay. Aber leider kein neuer Schlüssel, ne? Hm. Andere Frage ist auch, muss ich jetzt oben weitermachen oder unten? Ach, ich muss ja noch anrufen, stimmt ja. Wo ist denn das Telefon? War das hier? Hello, who's this? Hello. I'm so glad you answered. I am Detective Clay Kreest. I got a distress call from house in Maple Street 22, but there is no one here, and something strange is happening. What are you talking about? After my mother disappeared, my father could not handle it, and no one lives in that house, and it's abandoned for more than 10 years. Is this some kind of joke to you? What? Hallo? Dreaming? A house. It looks much older than before. Achso, das ist eine umgekippte Blume, okay. Lass mich raten, und jetzt funktioniert auch ganz plötzlich das Licht nicht mehr. Natürlich. Welche. Hallo? Welches ist aufgegangen hier? Schlüssel. Sehr schön. Das ist meine Stimme. Alter. Nein, Monetarisierung. Ausmachen. Bella. Komm her. Wie geil ist das denn? What is the meaning of this shit? Das ist meine Stimme. Alter!
Wie geil ist das denn? Ey. Moment, das haben wir doch gesehen, oder? Da ist jetzt aber nichts mehr drin. Muss das Ganze ein Codewort ergeben? Oh nein, oder? Ich hätte mir aufschreiben sollen, was wofür ist. Das war das Erste, oder? Was wir gesehen haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Dann müsste das ein D sein. Das hatten wir als Letztes. Das war das L, glaube ich. Da müsste das hier das O gewesen sein. Ich fotografiere die alle nochmal, ob wir da irgendwas Neues eventuell sehen. Aber ich meine, die ersten drei haben wir. Die hatten wir auf jeden Fall. Ist jetzt die Frage, ist da irgendwas Neues drin, wenn wir jetzt die anderen hier fotografieren? Oder habe ich irgendwas verpasst im Spiel eventuell? Das kann natürlich auch sein. Da ist nichts drin. Tja, ist das ein Buchstabe? Also wenn das wirklich D-O-L war oder D-L-O und das vielleicht ein... Ja, das ist total verwirrend. Oder vielleicht ist es auch gar kein Codewort. Das kann natürlich auch sein. Ich habe jetzt nur gedacht, weil das jetzt hier so aufgestellt... Also ich vermute mal, die ersten drei haben wir auf jeden Fall gefunden. Ich vermute mal, dass wir die beiden hier auch noch hätten finden müssen. Und ich weiß, es war jedes Mal ein Buchstabe da drin. Ich meine, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, das war ein D, das ein O und das ein L. Dol. Dolua. Dolaus. Dolot. Dolo. Dolus? Dolus? Dolus sagt mir irgendwas. Moment, war Dolus nicht das lateinische Wort für böse, böswillig, sowas in der Art? Das würde zu dem Typen hier passen. Aber vielleicht vertue ich mich auch und das ist absolut gar kein Passwort. Aber weil... Oh. Ich bleib mal hier in der Mitte stehen, ja? Weil Pentagramm sind ja Schutzzeichen. Da kann mir ja nichts was anhaben. Vorausgesetzt, dass der Kreis nicht unterbrochen wird. Ist der Kreis irgendwo unterbrochen? Sieht nicht so aus. Das ist schon mal gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also es sind 6 Kerzen. Es sind aber nur 5 Bilder. Oder heißt das, wir müssen noch ein Bild finden vielleicht? Ich weiß es nicht. Also gemäß dem Fall. Und ich weiß nicht mehr viele Wörter vom Latein, muss ich dazu sagen. Aha. Da hat jemand die Familie mit einem, ja, Dämonenschatten, was auch immer. aufgemalt. Haben wir hier nicht noch... Wir hatten doch noch verschlossene Türen hier drin, meine ich. Wahrscheinlich sind dahinter irgendwelche Hinweise gewesen wegen den anderen Bildern, oder? Das Zimmer kennen wir auf jeden Fall. Da hinten das Bild, das habe ich schon gesehen. Also, ich meine... Ich bin mir aber nicht sicher. Ich meine, es gibt ein lateinisches Wort... Für böse oder so. Böse, böswillig. Vielleicht auch Teufel, keine Ahnung. Und ich meine, das hieß Dolos. War Dolos nicht auch im Spanischen irgendwas? Betrüger oder so? Also falls einer von euch Spanisch kann, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob Dolos ein spanisches Wort ist.
ob das irgendwie Betrüger oder sowas hieß. Wobei Betrüger würde jetzt hier nicht passen, weil es anscheinend ja hier um Dämonen geht. Aber ich meine, es gab Dolos. Entweder war das ein böser Dämon oder es hieß irgendwie böse oder so. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Aber ich weiß auch nicht, ob man hier überhaupt irgendwas in der Richtung... Soll ich jetzt nach da oder nach da gehen? Ob man hier überhaupt irgendwas in der Richtung... also Richtung... Passwort sage ich schon. Richtung... Dass das ein Wort sein soll, was man halt eben... Ach, hier sind wir, ja klar. Alter, jetzt komme ich durch die Tür nicht mehr raus hier. Kann ich vielleicht nochmal zurück? Ach so, das war die Küche. Genau. Die ist abgeschlossen. Die haben wir gerade geöffnet. Die können wir erstmal wieder schließen, damit wir hier nicht darunter vorrennen. Die Tür scheint wichtig zu sein. Nein, Monetarisierung. Ausmachen. Das ist so geil. Vor allen Dingen so Horror-Effekt. Nein, Monetarisierung. Das ist einfach nur geil. Okay, Moment. Hier ist dieses... Oh, da ist dieses. Alles gut. Alles gut. Ich wollte nur mal freundlich anklopfen. Komme ich da jetzt rein? Immer noch nicht. Achso, ja, ich komme ja aber über die eine Tür theoretisch da rein, ne? Nein! Monetarisierung! Da! Halt die Klappe! Was ist jetzt los? Was? War ich das? Women's car found near the site, but there is no trace of her. Police and people scattered all forest and long abandoned house with no success. This is eighth time that people goes missing near what locals calling haunted place. Alter! War das jetzt die Story, die um mich ging? Habe ich das richtig verstanden? Ehrlich sage, und ich sag eben vor allen Dingen auch noch, das wird mich jetzt sowas von erschrecken, wenn die Augen jetzt aufgehen. Ich finde das so cool. Warum immer ich? Warum immer ich, genau? Ja. Es ist ein S. Es ist ein... Ja, dann bin ich mir sicher, das heißt Dolos. Je mehr ich darüber nachdenke, umso weniger bin ich mir sicher. Aber ich meine, es gab ein lateinisches Wort für böse oder für einen bösen Gott oder irgendwas sowas in der Richtung und das heißt Dolos. Ich, wie gesagt, ich bin mir jetzt gerade überhaupt nicht... Also je mehr ich darüber nachdenke, ich darf nicht drüber nachdenken. Das ist, ich darf nicht drüber nachdenken. Jetzt kommt irgendein Scary-Effekt, wenn ich mich umdrehe, oder? Können wir jetzt hier wieder raus? Nicht. Problem ist halt, ich weiß auch nicht, wo ich hin soll. Hier hat irgendjemand geflüstert eben. Ich habe ein bisschen Angst, dass einer gleich von der Decke kommt. Hallo Kleiner, hast du eben geflüstert? Hallo? Ich weiß nicht warum, aber ich krieg so dermaßen Gänsehaut, wenn ich diese blöden Puppen sehe. Hallo? Ihh. Hallo, guten Tag. War das nicht hier, wo ich eben war? Ich glaube, das war hier eben, wo ich eben war. Alter. Boah, sind das komische Geräusche. Ach, das ist die Küche. Bella? Ich muss hier rein, oder?
eine Schreibmaschine. Da steht da, to write a story, but something demonic is happening here. Also was Dämonisches passiert hier. Ja, nicht so schnell, ich kann es gar nicht richtig lesen. Supposed to be a story about 6 missing people hier. Aha. 6 verschwundene Leute. Oh. Okay, meine Kamera funktioniert, meine Dings funktioniert auch nicht mehr. Ah doch, jetzt wieder. Hallo? Mein Problem ist, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da kam ich ja her. Irgendwas mit in den Schatten, aber... Alter, jetzt steht dieses Viech hier immer noch und guckt mich natürlich auch wieder an. Oh. Muss ich hin? Etwas ist in den Schatten. Da möchte ich gerne aus den Schatten rausgehen. Hallo. Ich gebe gerne zu, dass ich totale Gänsehaut gerade habe. Ich muss nur wissen, wo ich hin muss. Und dann muss ich hier wieder zurück. Da komme ich. Wo komme ich denn da jetzt hin? Achso, zur Küche, ne? In der Küche ist doch nichts. Alter, ich finde das so geil. Also meine Stimme ist zwar leicht im Arsch jetzt gerade, weil ich, wie gesagt, immer noch krank bin. Aber ich finde das so cool, diese Effekte. Das ist das Badezimmer. Kann man jetzt hier anmachen? Nee, aber jetzt sind alle Dinger nicht mehr abgehangen hier. Ja, hier war ich ja schon mal drin. Also uns fehlt das hier noch. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich was Lateinisches damals, ich weiß nicht mal, in welchem Zusammenhang das gewesen ist, gelesen habe, was Dolos hieß. Und wir haben D-O-L... meine ich, in der Reihenfolge, und das S. Das heißt, wir sind hier wieder... Müssen wir denn hier irgendwas machen vielleicht? Müssen wir den beschwören, damit der unsere Bella hier endlich mal freilässt? Hm. Hallo? Alter! Das Gruseligste in solchen Horrorspielen sind Teddybären, die plötzlich auftauchen. Nicht dein Ernst, ne? Wieso geht das hier nicht mehr? Jemand hat den Teddybären ermordet. Oh nein, ich komme ja nicht rum. Die Frage ist nur... Die Frage ist nur, was machen wir mit diesem Wort? Müssen wir das irgendwo eingeben? Müssen wir das, keine Ahnung, mit Blut an die Wände schreiben oder sowas, damit wir den beschwören können? Ich habe doch keine Ahnung. Du stehst hier irgendwie so komisch rum. Vielleicht willst du mir ja den Weg zeigen. Ach, hier kann man hoch, ne? Ne, hier kann man nicht mehr hoch. Aber hier kommen wir jetzt wieder hier rein. Aber hier waren wir doch eben noch, oder? Da haben wir doch genau, da haben wir das noch gefunden. Muss ich das hier vielleicht irgendwie... Das Blöde ist halt, ich gehe davon aus, ich muss irgendwas triggern hier. Aber ich weiß nicht was. Und da ich hier halt nur die Hälfte sehe... Hier vielleicht ein Fernseher nochmal, der anspringt oder irgendwas, keine Ahnung. Meine Stimme kann ich auch gern nochmal hören. 2 Stunden später. Denk an die Puppe, die da steht.
Alle Ausgänge sind vernagelt. Ich komme auch nicht in den Keller rein, ne? Wo war der Keller? Also hier war ja nur dieses kleine Zimmer. Das ist aber auch abgeschlossen. Wieso guckst du jetzt in die andere Richtung? Ja, hier ist halt dieser Durchgang, wo ich jetzt nicht mehr durchkomme. Was ich sehr mies finde, nebenbei bemerkt. Da bin ich aber nur nach oben gekommen. Es gab doch auch noch einen Weg in den Keller rein. Da hinten ist nur ein Fenster, das ist vernagelt. Alter. Ja, ich würde sagen, ich bin jetzt mittlerweile verzweifelt genug, dass ich hier einen kleinen Cut mache, damit ihr jetzt nicht hier eine Stunde mit mir rumlaufen müsst. Ich werde hier nochmal alle Räume explizit ablaufen. Ich hasse das. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich hasse es. Vor allen Dingen, hier ist nichts. Ich laufe über nichts und trotzdem hüpft er dann so komisch rum. Ja, ich werde nochmal alle Räume komplett absuchen, komplett ablaufen. War das jetzt gerade ein Blitz oder was? Vielleicht habe ich Glück und trigger irgendwas dabei. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der Grusel jetzt gerade bei mir schon ziemlich raus ist. Trotz dir. Weil ich halt nicht weiterkomme, ne? Das ist... Ich weiß auch nicht, was das hier eigentlich sein soll. Das ist, glaube ich, nur ein... Das sind, glaube ich, nur hier Spinnennetze. Da hinten kommen wir nicht hin. Hier kam aber auch nicht zum Keller, abgesehen davon, dass hier abgeschlossen ist. Ich meine, der Keller wäre in die Richtung gewesen. Aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt gar nicht mehr sicher. Hier kommen wir von der anderen Tür nicht, von der anderen Seite aus nicht mehr rein. Ist irgendwie alles so ein bisschen... Nein, war hier der Keller? Alter. Guten Tag. Ich freue mich, dass es endlich weitergeht und dass ich keinen Cut machen musste. Alles in Ordnung bei Ihnen? Sie sieht mir aber nicht so gesund aus, irgendwie. Alles in Ordnung? Warum erschrecken die sich immer, wenn die mich sehen? Ich verstehe das doch gar nicht. Das war der Raum? Nee, Moment. Bin ich jetzt überhaupt hier im Keller oder sieht das anders aus? Diese Musik immer dabei, ne? Das sind doch nur Ketten. Das ist ein Fernseher. Das hat sich jetzt eklig angehört. Das sind überall Leichen. Oh, jetzt sag mir nicht, das sind die verschwundenen Leute. Blutfleck. Boah, ich habe jetzt sowas von mit einem Jumpscare gerade gerechnet, ne? Meint, da war eine Tür. Bella? Hear something inside, but it's locked. Ja, natürlich. Oh. Muss ich jetzt hier gleich gegen irgendwelche Viecher kämpfen, um Schlüssel zu kriegen? Nee, der liegt einfach hier rum. Okay. Na gut. Bella! Hier bist du. Folge mir. Ich war so worried. Let's get the fuck out of this place. Ja, lass uns hier rausgehen. Bella, folge mir. Ich glaube, ich laufe falsch, oder? Moment. Oh, der läuft so langsam. Alter, Bella! Nee, das war doch die richtige Richtung hier, oder? Die
kann übrigens immer noch nicht laufen. Also warum man mit Shift nicht laufen kann, obwohl das eigentlich... Ja doch, hier bin ich hergekommen. Obwohl das eigentlich da drin steht, weiß ich nicht. Verstehe ich nicht, aber... Bella! Wir sind bald in Freiheit! Wenn ich mich mal ein bisschen schneller als eine Schnecke bewegen könnte. Jetzt geht die Tür wieder zu, wetten? Moment, da. Dann sind wir hier reingekommen. Das war's nicht. Hä? Was? Was? Muss ich jetzt eingeben? Oh. Todes? Nein! Das war falsch! I think we did it. Let's get out of here. Nee, oder? Alter. I think it's gone. Alter. Da passiert doch noch irgendwas. We survived. Let's go back to the station. Bella ist doch jetzt ein Dämon oder sowas, oder? Signal. You survived and saved Bella. Yes! Yes! Unsere Reise endet hier. Zumindest vorerst. Alter, wieso bin ich jetzt wieder hier? Ha? Startet das Spiel jetzt neu oder muss ich hier weitermachen? Follow me. Bella, meine Gute! Wieso habe ich jetzt eine Taschenlampe in der Hand und wieso ist das Spiel nicht zu Ende? Wieso komme ich da nicht durch? Wieso haben wir hier eigentlich keinen Lichtschalter? Oh mein Gott, und warum fange ich jetzt an, mich zu gruseln? Oh oh. Ich glaube, ich weiß warum. Wo ist denn das Telefon? Hier? Nee. Hallo, Telefon. Ja, bitte? Fuck. Nein! Das war jetzt das Ende, oder was? Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, aber ich muss sagen, ich fand's richtig, richtig cool. Was mir allerdings nicht so gut gefallen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich vermute, man muss immer irgendwas triggern, damit es dann da weitergeht. Und das ist ja auch okay, wenn man so ein bisschen vielleicht angeleitet wird. Ich meine, bei vielen Spielen, bin ich ganz ehrlich, bin ich ein bisschen genervt davon, wenn dann alle zwei Sekunden kommt, ja, ich habe ein Geräusch von oben gehört. Ja, ich habe oben mein Bellen vernommen. Das muss Bella sein. Ja, wir müssen nach oben. Lass uns doch mal die Treppen hochgehen und danach sehen. Also davon bin ich ehrlich gesagt sehr, sehr oft genervt, wenn sowas kommt. Aber hier ja, kam dann vielleicht mal ein Hinweis ganz kurz. Man konnte es auch teilweise auch nicht so schnell lesen. Aber es ging. Was mich sehr genervt hat, war tatsächlich die Zeit, bis ich das mit der Kassette herausgefunden hatte. Da wäre es ganz schön, wenn man zumindest, also wenn man die ganze Zeit nichts anderes triggert, wenn man dann zumindest einen Hinweis bekommt, vielleicht nach, keine Ahnung, 5 Minuten, 10 Minuten oder so. Ich weiß nicht, wie lange ich da rumgelaufen bin. Von wegen, legt das Tape ein. Und wenn man dann nämlich denkt, ja Moment, ich habe das Tape doch schon eingelegt, weil das habe ich ja gedacht, aber ich habe den nur angemacht, was ich ja nicht gewusst habe. Ich dachte die ganze Zeit, dass die Kassette schon drin wäre. Ja, dann halt so kleine Hinweise, die wären auf jeden Fall ganz cool gewesen. Das mit dem, oh, ich bin ganz ehrlich, das mit dem Lösungswort am Ende, ich fand es jetzt nicht so schwer, weil ich bei meinen Recherchen auch mal was Lateinisches damals gesucht habe, also öfter mal. Und dadurch ist mir das so ein bisschen im Gedanken geblieben, weil wir auch dieses DOL, ich glaube sogar in der richtigen Reihenfolge gefunden hatten. Aber wir haben irgendwie das zweite O dann übersprungen, aber das S haben wir zumindest gehabt. Also keine Ahnung, wo dann das Bild gewesen wäre.
Ja, zu dem zweiten O. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin einfach nur froh, dass ich gerade durch bin. Was ich richtig, richtig geil fand, dass das Spiel, ohne meine Erlaubnis wohl bemerkt, dass das Spiel Aufnahmen von meiner Stimme gemacht hat und die dann immer wieder so abgespielt hat. Was sehr lustig war, dass ich in dem Moment irgendwas gesagt habe mit Monetarisierung. Also, ich vermute mal, dass wahrscheinlich eher so Schreie oder sowas aufgenommen werden sollten, aber also es kam auch cool rüber, doch. Also, ich fand es ein echt geiles Goodie irgendwie. Und das ganze Spiel fand ich persönlich unheimlich geil gemacht. Ich fand es 1000-mal besser als sehr viele andere Horror-Games, weil bei vielen anderen Horror-Games war es wirklich so, dass ja, man sich halt erschreckt hat, weil irgendwas mega laut im Ohr geklingelt hat oder irgendwie einen angesprungen ist oder also mit voller Lautstärke oder ähnliches. Und das war hier nicht so. Also teilweise war das wirklich so, man hat sich umgedreht und eine Puppe starrte einen einfach nur an. Oder wie jetzt zum Beispiel diese eine Dämon oder was das sein sollte, der dann so ein bisschen DBD-mäßig dann an der Tür heruntergekrabbelt ist. Da habe ich mich auch wirklich erschrocken. Und oha, am schlimmsten, wirklich am allerschlimmsten von diesem ganzen Spiel, fand ich das Mädchen, was plötzlich den Kopf darum gestreckt hat. Das fand ich die allerschlimmste Szene in dem ganzen Spiel. Aber ich habe es mega, mega genossen, wenn man das denn so nennen kann. Immerhin ist es ein Horrorgame gewesen. Und ja, also es war auch nicht so viel, es war gut zu spielen, auch wenn es Englisch war. Was ein bisschen blöd war, dass dieser Text, wenn ich gesprochen habe, dass der teilweise sehr schnell wieder weg war und dann teilweise auch drumherum ein bisschen Lärm war und ich gar nicht so richtig verstanden habe, was er jetzt gesagt hatte. Und dass mein Huhn plötzlich weg war, das fand ich auch total grausam. Ja, und das Ende habe ich jetzt ehrlich gesagt so gar nicht verstanden. Warum ich jetzt wieder da drin war und jetzt wieder alles von vorne angefangen hat. Können wir da jetzt weiterspielen oder nicht? Ich denke mal eher nicht, weil es ist dann automatisch hier wieder ins Menü reingegangen. Deswegen, ja. Aber es hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel gefunden habt. Und ja. Wer Spanisch kann, wie gesagt, ich meine, es gab ein spanisches Wort, was Dolos oder so ähnlich hieß, was Betrüger oder so hieß. Aber das war jetzt hier, ja, passte nicht so, ne? Dieses böse, vielleicht auch böser Dämon oder sowas aus dem Lateinischen, das passte jetzt schon eher. Ich denke mir mal, dass das aus dem Lateinischen tatsächlich dann genommen worden ist. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.